Hallo, ich bin's, Funtime Foxy. Ich melde mich zurück. Eben gerade wurde ich von irgendwelchen Eindringlingen oder Leuten gestört. Und jetzt geht's weiter. Was mache ich denn heute so? Ja, mal sehen. Lasst euch einfach überraschen, was ich mache. Entweder irgendwas anderes. Und wenn ihr euch langweilt, dann kann ich halt nichts machen. Ist halt nun mal so. Denn ich, Phantom Foxy, möchte euch gut unterhalten. Das ist einfach so, es ist versprochen. Und mehr weiß ich einfach nicht zu sagen. Bis gleich. Ich bin wieder da. Igitt, was ist das nur für ein scheiß Rotzwetter? Dann werde ich mal gucken, ob ich vielleicht da, wo ich mal was reingebaut habe, vielleicht mal noch mal ein bisschen es erweitere. Ah, da. Da. Ein bisschen was experimentieren. Ein bisschen mit TNT. So. Los geht's. So. Dann werde ich mir mal was anderes suchen, wo ich dann im Dunkeln sehen kann. Weil das habe ich mal wieder verbummelt.
Geil. Geil. Kleines Experiment gestartet. Ich habe noch ungefähr für 5 Minuten volle Energie. Da kann ich noch mal nach dem Dunkeln sehen. Geil, ey. Ja, ich baue ganz gern viel Scheiße mit TNT. Das könnt ihr mir glauben. Euer Phantom Foxy mag gerne TNT. Wenn ihr Leuchtfeuer habt, dann achtet auf die sekundäre Kraft und die primäre Kraft. Achtet darauf. Das ist wichtig. So. Ich hätte mal Bock darauf gehabt, hier noch reinzuspringen. Ja, das ist bei mir einfach so. Also einfach Bock zu. Boah, Alter, Alter, was soll die Scheiße? Da hat ein Loch drinne. Und was baue ich denn hier in die Ecke? Ah, jetzt weiß ich's. Ein kleines Arschlochzimmer. Für Leute, die nicht nett sind, die haben hier ein Timeout-Zimmer hier unten. Natürlich gibt es hier keinen, den ich kenne, der ein Arschloch ist. Ich meine das nur allgemein so, weil, falls meiner nicht nett ist, deswegen. Oh Mann, ey. Ist das eine Scheiße heute? Na, die müssen auch noch weg. Der muss weg. 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 Oh, dann macht dieses kleine Ruhezimmer schon seine Ansicht eine gute Sache. Alter, es regnet immer noch. Mein Gott, ich hasse Regen.
Oh Mann, ey, nerv nicht. Wenn wir nicht einmal in Ruhe was bauen, schon statt dieser. Naja. Werde mal fast leiser sein, weil ich habe keinen Bock auf Stress. Mir auch scheißegal. Hier. Geil. Boah, ich baue jetzt hier. Boah, Alter. Boah, ich komme hier nicht mehr raus. Ich wollte da unten hin, da. Ich werde jetzt erstmal wieder hier. Das ist jetzt zu dunkel hier. Geil. Oh, alter Falter, jetzt geht's ab. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier hin und da. Und jetzt gehe ich erstmal weiter runter.
Da kommt noch Schnee, da kommt noch Schnee hin. Oh, dann habe ich den Raum ja schon fast fertig. Ja, ich lasse den mal so rustikal hier, aber nicht hier oben. So. Da oben kann man auch gut was verstecken. Vielleicht mache ich das ja irgendwann mal. Vielleicht. Aber erstmal wird das hier oben zugebaut. Ich finde es hässlich. Ja. Oha. Oha, habe ich hier schon Zeit reingesteckt hier. Mensch, die Decke muss zu. Dann mache ich noch mal so. Geh dann hier hin. So. Dann nehme ich mal die hier. Ich mach mal hier so. Und falls ich irgendwann mal noch mal Türen brauchen sollte, kann ich ja immer noch hier hingehen. Boah, alter Falter, dieser kleine Keller hat mir so viel Zeit gekostet. Alter. Geil. Bin wieder draußen. Boah. Alter Falter, ey. Hier bin ich's wieder. Phantom Foxy.
Und das wollte ich euch ein bisschen zeigen, wie ich hier ein bisschen was in die Luft sprenge und irgendwas daraus baue. Das wollte ich euch zeigen. Denn ich, Phantom Foxy, baue sehr gerne für euch irgendwelche Sachen und irgendwelche Geheimräume und so. Das ist einfach meine Sache, wo ich dann Spaß habe. Da kommt man entweder unten mit einer Enderperle oder mit anderen Sachen rein. Aber normal nicht. Bei mir ist nichts normal, bei mir, Phantom Foxy. Bei mir ist nichts normal. Ja, ich habe aus Spaß das einfach so ein bisschen gebaut. Denn ich baue nämlich einfach so aus Spaß die ganzen Sachen hier. Ich habe da nämlich Bock zu. Falls einer von euch wissen will, wo ich manchmal die Sachen her habe, die ich baue, dann muss ich sagen, im Kreativmodus spiele ich, nicht im normalen Überlebensmodus, weil da habe ich keinen Bock zu. Ich bin lieber ein Kreativ, weil da habe ich viel mehr Möglichkeiten, da kann ich viel mehr aus Spaß machen, was ich will. Ah, hier ist ja mein Redstone. Ja, ich bin da schon fast zu Hause. Und ich, Phantom Foxy, wollte euch nur sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis später. Tschüss.